Start eines ganz besonderen Schwertransportes bei der Firma Schrader in Beckum, was hier aufgrund seiner Länge und den Konturen beinahe wie eine verpackte Rakete aussieht, ist aber nichts anderes als ein riesiger Verdampfer für die Abwasseraufbereitung. Die Anlage ist für die Ukraine bestimmt. Spezialtechnik, die eben nur mit Spezialtechnik auf die Reise gehen kann. Für die Firma Universaltransport fällt der Transport der Abwasserreinigungsanlage in die Kategorie der sogenannten intermodularen Transporte. Das ist sozusagen eine Spezialität des Hauses, denn bei solchen Transporten werden auch andere Transportträger, wie in diesem Fall Schiffe, eingesetzt, damit die schwere und sperrige Fracht möglichst schnell, möglichst effizient und möglichst umweltverträglich ans Ziel gelangt. Man muss den Transporttermin abstimmen mit dem Schiffstermin, mit dem Binnenschiffstermin etc. pp., sodass er dann auch pünktlich an seinem Zielort ankommt. Und diese ganzen Faktoren machen das Ganze eigentlich so spannend und gerade auch die Genehmigungsverfahren etc., um die Schwertransporte im Vorfeld zu organisieren, um überhaupt zum Schiff zu kommen, benötigen auch Zeit, sodass man da einen eng getakteten Plan hat, den man dann nachher umsetzen muss. Für Fahrer Carsten Reichel, in der Szene nur als Junior bekannt, ist der 61-Tonnen-Transport eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber auch nur eigentlich. Denn die wirklichen Besonderheiten des extra langen, extra breiten und extra hohen Edelstahlbehälters für die Abwasseraufbereitung liegen mal wieder in den Abmessungen. Und obwohl der Transport, der von mehreren Begleitfahrzeugen und vielen Polizeiwagen durch die Nacht gelotst wird, eigentlich nur eine Strecke von etwa 30 Kilometern bis zum Hafen nach Münster zurücklegen muss, ist der Fahrtweg mehr als doppelt so lang. An vielen Stellen kommt der Konvoi auch nur mit Schrittgeschwindigkeit voran. Hintergrund sind unzählige Durchfahrtsbeschränkungen, die sich vor allem aufgrund der Höhe ergeben. Aufgrund der Transporthöhe von knapp 5 Metern mussten wir im Vorfeld die Strecke ordentlich erkunden und auch die Brücken dabei ausmessen. Normale Brücken haben so 4,40 Höhe. Und wir haben jetzt eine Transporthöhe von knapp 5 Metern, sodass wir da definitiv vorsichtig sein mussten. Im Einsatz ist für die Firma Universaltransport diesmal eine sogenannte Kesselbrücke mit Modulfahrwerken. Inklusive der Zugmaschine verteilt sich die Last auf 14 Achsen. Carsten Reichel fährt einen MAN TGX 41640 mit 640 PS. Neben ihm ist in dieser Nacht vor allem Bernd Schulte-Lindhorst als Fahrer des BF3 Begleittransporters der wichtigste Mann. Bernd kümmert sich unterwegs um alles, was Carsten aufgrund der sperrigen Abmessungen des Transportes wirklich nicht sehen kann. Dabei muss Bernd seine Augen und Ohren tatsächlich überall haben. Auch der BF3-Fahrer ist ein echter Profi und er weiß, worauf es ankommt. Höhe kann man ganz schlecht einschätzen, gerade nachts. Dann ist ja auch kein Licht da. Es gibt immer kleine Unwägbarkeiten, vielleicht, dass der Straßenverlauf vielleicht noch irgendwo so eine Welle hat oder sowas. Es ist zwar gemessen, aber darauf verlassen sollte man sich nie. Wenn Brücke kommt, langsam machen, zur Not aussteigen, vielleicht mal auch vorne auf den Hals gehen, gucken. Meistens müssen wir auch ablassen und dass das dann auch unten mit der Höhe passt. Das ist auch eben wichtig, weil nicht, dass wir mit dem Bett aufsitzen. In dieser Nacht bleibt Fahrer Carsten Reichel wirklich kein einziger Moment, um sich abseits des Transportes um etwas anderes zu kümmern. Eine gewaltige Anspannung ist spürbar und unsere Bilder zeigen, warum das so ist. Auch als der Transport in einer leeren Innenstadt aufwendig zurücksetzen muss, offenbaren sich die Präzision und das fahrerische Geschick des Schwertransportfahrers einmal mehr. Das muss man erst einmal hinbekommen. Immer wieder ist es echte Millimeterarbeit, um den MAN samt Kesselbrücke so punktgenau zu bewegen. Aber Hektik und Stress wären in solchen Situationen auch denkbar schlechte Begleiter. Wir sprechen hier von Sondertransporten. Das bedeutet, auch für den Fahrer ist jeder Transport besonders. Er stellt sich zwar im Vorfeld darauf ein, liest die Streckenstudie, kennt sein Fahrzeug, aber auch durch die modulare Bauweise von den Fahrzeugen ist natürlich jeder Transport anders. Besonders wichtig ist es dabei, dass der Fahrer dann auch seine Gelassenheit und die Ruhe behält und nicht irgendwann gefühlt durchdreht, sondern auch, wenn es sehr eng wird, nochmal lieber zu stoppen, auszusteigen, zu schauen, komme ich da rum, fahre ich nochmal rückwärts
um dann auch schadenfrei ans Ziel zu kommen. Vor allem die Konzentration auf das Wesentliche zeigt einmal mehr, weshalb die Arbeit der BF3- und BF4-Begleitungen so wichtig und unverzichtbar ist. Denn obwohl auch diese Strecke bis ins kleinste Detail vorher gründlich ausgearbeitet und sogar in Augenschein genommen wurde, steckt der Teufel, wie so oft, im Detail. Hier taucht das nächste Problem auf, eine Baustelle. Wir haben ja Glück, dass wir Schilderdienst mit bei haben. Es fährt einer vor und einer hinterher. Und wenn dann was ist, können die immer schnell reagieren. Dann ist immer einer da, der dann mal eben schnell aussteigt und dann vielleicht mal eben vielleicht ein Schild kippt oder mal eben ein paar Wagen an der Seite zieht. Nach etwa 3 Stunden hat der Schwertransport sein erstes Zwischenziel erreicht. Der Hafen in Münster-Hiltrup, direkt am Dortmund-Ems-Kanal. Insgesamt hat der eigentliche Schwertransport über die Straße bis zu diesem Zeitpunkt wie am Schnürchen geklappt. Am nächsten Morgen dann ganz andere Bilder, denn jetzt muss der 21 Meter lange Behälter auf ein bereits wartendes Binnenschiff verladen werden. Von entscheidender Bedeutung ist aber jetzt die Arbeit der beiden Mobilkranfahrer. Mit dem 250 und 130 Tonnen Kran wollen wir dieses Transportgut ins Binnenschiff verladen. Und auch da kommt es auf jeden Handgriff an, denn die Fahrer müssen sich auch ordentlich abstimmen, damit diese beiden Kräne synchron agieren. Und beim kleinsten Fehlgriff oder der kleinsten Unstimmigkeit droht natürlich das Transportgut dann auch ins Wasser zu fallen oder beschädigt zu werden. Doch auch dieses Manöver geht dank der Arbeit der gestandenen Profis der Kranfirma völlig unproblematisch über die Bühne. Das Binnenschiff macht sich jetzt von Münster aus auf den Wasserweg nach Antwerpen, wo die Edelstahlanlage für die Ukraine dann aber noch einmal auf einen hochseetauglichen Frachter umgeladen wird. Und erst dann geht es mit vielen anderen Teilen dem Endziel in der Ukraine entgegen. Und das bedeutet für den intermodularen Transport eine nicht nur mehrere Tage, sondern auch mehrere tausend Kilometer lange Seereise.